Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Costa Rica Podcasts von Tropenwanderer.com. Mein Name ist Dani Schenker und ich führe euch durch den heutigen Podcast. In dieser ersten Folge wollen wir mit euch einige Fehler besprechen, die wir immer wieder bei Touristen sehen, so dass ihr diese verhindern könnt und auf gewisse Sachen vorbereitet seid. Als erstes geht es um die erste Nacht in Costa Rica. Natürlich gibt es in ganz Costa Rica und eigentlich in jedem Ort unzählige Möglichkeiten, ein Hotel, ein Hostel, ein Bed and Breakfast oder was auch immer zu finden, wo man übernachten kann. Trotzdem würden wir euch empfehlen, die erste Nacht bereits im Voraus zu planen. Also macht eine Reservation in einem Hotel, in einem Hostel oder was auch immer. Oft ist es so, dass man in San Jose relativ spät abends ankommt und dann noch mit Sack und Pack durch die Stadt und eine Unterkunft zu suchen und zusätzlich dem Taxifahrer noch weiter noch mehr zu bezahlen, um irgendwie den richtigen Ort zu finden. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und da liegt es eigentlich auf der Hand, dass man die erste Nacht einfach mal so im Voraus plant. Der nächste Tipp spielt da auch gleich in den ersten hinein. Und zwar geht es darum, dass der Flughafen San Juan de María, also der Flughafen von San José, überhaupt nicht in San José liegt, sondern ca. 20 Kilometer außerhalb von San José in Alajuela. Dies bedeutet natürlich, dass ihr da in der Regel mit dem Taxi vom Flughafen zur Stadt fahren müsst. Und da müsst ihr doch mit einem Kostenpunkt von ca. 35 Dollar, also zwischen 15.000 bis 20.000 Colones rechnen. Selbstverständlich fahren auch Busse vom Flughafen nach San José. Jedoch würden wir das nur empfehlen, wenn du mit Spanisch relativ fit bist und es nicht schon zu spät am Abend ist. Weil mit dem Bus da noch nach San José hineinfahren, es wird danach trotzdem die Situation bestehen, dass du irgendwo in San José bist, nicht genau weißt wo. Eventuell steht nicht gerade ein Taxi bereit, was du nehmen kannst. Und da ist San José jetzt schon nicht so die erste Adresse, wo du einfach mit dem Rucksack mal alleine dastehen möchtest. Von daher auf jeden Fall zu empfehlen, mit dem Taxi in die Stadt reinzufahren, auch wenn das ein bisschen mehr kostet. Der nächste Tipp betrifft die Reisezeiten innerhalb Costa Ricas. Costa Rica ist ein sehr, sehr kleines Land, vergleichbar mit der Schweiz. Und im Prinzip ist es wirklich so, dass man in wenig Zeit sehr, sehr vieles sehen kann und sehr viele Orte erreichen kann. Dennoch kann man die Reisezeiten sehr einfach unterschätzen. Denn das größte Problem sind vor allem die Straßen in Costa Rica. Du musst auch für kleinere Strecken einiges mehr an Zeit einrechnen, als du das in Deutschland oder sonst in Europa machen würdest. Zum einen sind die Straßen extrem schlecht und dazu kommt ein relativ großes Verkehrsaufkommen, vor allem in den größeren Städten. Unfälle auf den Straßen sind dazu ebenfalls an der Tagesordnung und können natürlich zu weiteren Verkehrsstörungen führen. Was auch immer mal zu Verwirrung führt, ist die Regenzeit. Regenzeit in Costa Rica heißt nicht zwingend, dass es jeden Tag regnet. Es heißt auch nicht, dass es den ganzen Tag regnet, sondern man kann auch ohne weiteres mal im Juni, Juli einige gute Wochen haben, ohne dass man ständig verregnet wird. Dazu kommt noch, dass du in Costa Rica mehrere verschiedene Klimazonen hast. Und entsprechend kann es gut sein, dass im einen Bereich des Landes gerade schönes Wetter ist und dafür im anderen mehr oder weniger regnerisch ist. Zum Beispiel in der Karibik haben wir ein komplett anderes Wetter als auf der Pazifikseite. Das Schöne daran ist, dass du ohne weiteres schnell mal von der einen Seite auf die andere wechseln kannst, ohne dass du dabei zu viel Zeit verlierst. So kannst du sicherstellen, dass du auch in einer eher unsicheren Zeit immer mal ein paar Tage schönes Wetter hast. Der letzte Punkt wird für dich vor allem interessant sein, wenn du mit einem gewissen Budget auf der Reise bist. Pass auf in gewissen Touristenorten, wenn du im Restaurant essen gehst. Oftmals ist es so, dass die Preise ohne Steuern und Service ausgezeichnet werden. In der Regel siehst du dann ganz unten auf der Karte, dass es dort noch heißt, dass zum Preis am Ende 15% Steuern und 10% für den Service dazukommen. Gerade wenn du mit einem etwas kleineren Budget reist, kann das doch ziemlich etwas ausmachen. Also es sind immerhin über 25%, die zum Ende hin da noch dazukommen.
Das kann natürlich ein Essen, was du für günstig gehalten hast, doch nochmal gleich im Preis erhöhen. Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass du beim Abflug am San Jose Flughafen noch eine Steuer von $28 abgeben musst. Diese kannst du in Bar oder mit Kreditkarte bezahlen, und zwar in Dollar oder Colones. Ohne diese Bezahlung wirst du Costa Rica nicht verlassen können. So, das war's mit unserer ersten Folge des Costa Rica Podcasts. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und macht uns doch den Gefallen und folgt unserem Podcast auch bei iTunes und gebt uns ein schönes Review ab. Besten Dank und bis bald.